Magdalena Neuner, der Medienliebling mit Blitzkarriere. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich war immer schon aktives Kind. Ich glaube, ich war als Baby schon ziemlich aktiv. Also was meine Eltern so erzählt haben, habe ich immer viel Rambazamba gemacht. Mit 9 Jahren wechselt sie vom Langlauf zum Biathlon. Biathlon hat mir gar nichts gesagt. Also ich habe das im Fernsehen noch nie gesehen oder so. Er hat dann gesagt, mit Schießen. Da habe ich gedacht, das hört sich aber cool an. Da habe ich so ein bisschen an Schießbude und sowas gedacht. Das Laufen macht einfach voll Spaß. Und also ich könnte nie mehr aufhören. Als Schülerin und Juniorin bestimmt sie das Laufniveau. Ich habe halt dann vielleicht einfach meine Ziele ein bisschen höher gesteckt. Also für mich war es dann zum Beispiel ein Ziel, alle Rennen der Saison zu gewinnen. Also das war dann nicht so, dass ich halt nur in Anführungsstrichen die Gesamtwertung gewinnen wollte, sondern ich wollte halt einfach alle Rennen gewinnen. Äußerst früh mit 18 Jahren dann die Weltcup-Premiere. Ich glaube, das war so ziemlich der schwärzeste Tag in meiner Biathlon-Karriere. Also ich kann mich erinnern, dass ich schon total aufgeregt war davor. Also das erste Weltcuprennen und so viele Zuschauer und dann auch noch in Ruppolding. Mich hat es schon zum ersten Mal geschmissen nach 100 Metern. Also da ging es schon super los. Da war ich schon total deprimiert. Da habe ich gedacht, oh Gott, ist das peinlich. Ich glaube, geschossen habe ich auch noch ziemlich schlecht. Laufen war mittelmäßig und dann hat es mich nur kurz vom Ziel geschmissen und dann bin ich ins Ziel gekommen und habe eigentlich nur noch geheult. Also das war eigentlich nur schlimm. Doch kurz danach. Ja, 4. Platz, ich konnte es eigentlich gar nicht fassen. Ich kann mich nur erinnern, da gab es das Preisgeld auch noch bar und ich wusste gar nicht, dass ich das abholen muss. Also da hat die Kathi dann zu mir gesagt, du musst doch noch dein Geld abholen. Und ich so, ja, welches Geld? 2007 die WM in Antholz. Also ich hatte vorher eigentlich noch nichts Großartiges im Weltcup erreicht, also halt den einen Sieg und den 3. Platz noch in Oberhof. Damit hätte ich nie gerechnet, aber da ging es mir wieder so, dass ich mir gedacht habe, naja, ich habe ja nichts zu verlieren, ich bin bei der WM dabei, ich habe schon alles erreicht, was ich eigentlich erreichen kann. Mit 19 Jahren schreibt sie als jüngste Weltmeisterin Biathlon-Geschichte, gewinnt in Antholz 3x Gold. Das Märchen geht weiter, nach der WM 2 Siege in Oslo und der Besuch beim König. Vergangene Saison also 7 Weltcupsiege und 3 WM-Titel. Sportlerin des Jahres 2007 ist Magdalena Neuner. Ja, es ist die größte Auszeichnung für uns Sportler in Deutschland. Und es ist halt auch noch was Besonderes, weil es von Journalisten vergeben wird. Also Journalisten wählen uns da ja. Auch in diesem Jahr holt sie bei der WM in Östersund 3 Goldmedaillen. Ganz unbeschwert war ich natürlich nicht mehr wie letztes Jahr. Ich habe im Vorfeld auch schon ganz oft gehört, ja, und ist der Druck jetzt nicht ganz groß. Und das habe ich auch schon vor der Saison gehört, das bevor der Weltcup losgegangen ist. Und es war nicht ganz einfach. Also ich habe immer versucht, das für mich auszublenden und zu sagen, ich mache mir selber keinen Stress und keinen Druck, aber man hat es halt doch ein bisschen im Hinterkopf. Ich denke, der am Ende die große Kugel hat, war auch wirklich der Beste des ganzen Feldes der Welt. Also hat vielleicht eher noch einen größeren Stellenwert als die Weltmeisterschaft.